du meinst, Fremder. Oh, noch mal ein bisschen Heilung. Brauchen wir auch noch eine Schlüsselkarte? Okay, das wird jetzt, befürchte, so leer wie es jetzt ist, wird es beim Rückweg nicht mehr werden. Entweder jagt uns wieder irgendwas Großes oder es kommen ohne Ende Gegner. Quietsch? Quietsch? Was ist denn das hier eigentlich für ein Gefrierhaus? Das Tor geht auch auf. Oder haben wir es übersehen? Moment, das will ich haben. Bevor wir hier Panik irgendwie durchrennen müssen. Weil es sieht so ein bisschen danach aus, als ob wir da irgendwie wieder verfolgt werden. Würde ich gern noch das Item da holen. Müsste jetzt direkt dort sein. Ah, da. Ich fürchte, wir werden wieder durch die Gegend gejagt. So, erst nach links oder erst nach rechts? Sezierstation. Ich fürchte. Wir haben gespeichert, ne? Okay, alles klar. Ja, ich gehe zu 100% davon aus, wenn wir die Schlüsselkarte haben, dann haben wir irgendwie Stresssituation, dass wir da schleunigst irgendwie durch die Türen müssen. Irgendwas wird uns verfolgen. Irgendwas, was wir nicht klein kriegen. Hallo? Was seid ihr denn? Okay. Alles klar. Ich befürchte, es wird wirklich so sein. Wissen Sie, ich möchte nur die versicherten Karte, den Key haben. Sie können gerne hier walten und schalten, wie sie lustig sind. Ich habe damit überhaupt keinen Stress. Ja, natürlich. Ohne Strom, ne? Es hechelt. Es hechelt. Und das Quietschen ist doch wieder ein Ding. Labornotiz. Das ist ein HRN. Herrn? Nee. Herrn Dr. Ernesto Munoz Reyes, Facharzt für Pathologie. Die Abteilungsleiter hat den Antrag auf Erneuerung ihrer Schlüsselkarte stattgegeben. Bitte gehen Sie mit Ihrer Schlüsselkarte der Stufe 1 zur Sezierstation und folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. Überschreiben Sie die Karte auf einer Stufe 2 Freigabe mit dem Gerät im Gefrierhaus. Okay. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 3 Freigabe mit dem Gerät auf der Inkubationsstation. Bitte holen Sie vor Benutzung des Geräts stets die Erlaubnis des zuständigen Aufsehers ein. Okay, das heißt, wenn wir die Karte haben, müssen wir es ins Gefrierhaus und dann zur Oh Gott, ich hab's gewusst. Okay, Strom ist noch nicht an. Party geht noch nicht los. Können wir erst mal gucken. Ist es die Lampe, die da so quietscht? Scheinbar, ne? Wo ist denn die Inkubationsstation? Gefrier? Sezierstation? Wahrscheinlich hier, ne? Hier drin. Jo. Ah. Ja, ich trinke mal was.
Oder wird nochmal angezeigt. Okay. Warte mal, wie war das? Erst zum Freezer, ne? Mist. bitte gehen Sie schon Stufe 1. Ne, erstmal Sezierstation. Dann Gefrier und dann Inkubation. Okay. Ja, dann geht's jetzt los, ne? Was auch immer jetzt hier ist, ist nicht glücklich darüber, dass es hell ist. Fürchte ich. Okay, das ist die Stelle. Warum müssen hier jetzt noch ein Ausrufezeichen? Das. Wieso machst du jetzt das Licht aus, mein Freund? Ich muss doch hundertprozentig wieder fliehen. Die Frage ist nur. Das geht halt nicht an, wenn kein Strom da ist, ne? Ja, ist klar. Es wird ein Spießrutenlauf. Das wird ein Spießrutenlauf mit im Kreisrennen machen, tun und irgendwie nicht erwischt werden. Wir müssen jetzt eh erstmal dahin. Ach so. Ja, okay, alles klar. Ich mache das jetzt auf und dann gehen alle Türen auf. Bitte was? Ach so, warte. Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt... Wieso kann ich denn jetzt... Ach, ich kann... Ach so, okay, okay, ich kann... Okay. Was mache ich hier gerade eigentlich? Ich schnall es gerade nicht. Warte mal. Ach doch. So. Das geht aber nicht. Das würde gehen, glaube ich. Warte mal, wie komme ich jetzt runter? Warum? Eins von zweien. Wie eins von zweien? Ach so, und jetzt muss ich es nochmal für die andere Seite machen, oder was? Dass ich von der anderen Seite rankomme. Ah, okay. Warte kurz. Muss nachdenken. Ja, das bringt mir aber jetzt... Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Moment. Also gut.
Da haben wir den oberen Weg. Jetzt müssen wir nur noch schauen. Aber jetzt kann ich das doch nichts mehr drehen. Oh Mann. Ja. Achso, und das andere muss auch gleichzeitig noch drin sein, oder was? Jetzt aber. Was ist denn das für ein Zeichen? Das ist das unterste Zeichen. Was ist denn das? Ach, das ist eine Weiche oder was? Ha! Ja gut, jetzt haben wir immer noch eins nur. Wie kriege ich denn das da oben hin? Also da unten. Es müsste so stehen, aber dann verschiebt sich alles andere. Das heißt, jetzt müsste ich doch eigentlich nur mal in der Mitte gucken, dass wir das verschieben. Nee. Nee, andere Richtung. Nee, dann verschiebt sich alles. Ach, der Punkt war da. Jetzt habe ich gespuckt. Der Punkt war da unten links. Ach so. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Nee, stopp. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich gemacht? Den Punkt unten links habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, ich muss beide in die Mitte. So einmal außen rum, so komplett. Herrje. Ja. Das sieht ja ultra glücklich aus. Schick. Gott. Was für Experimente veranstalten die hier? Ich hab keine Ahnung. Bevor wir den Zettel aufnehmen, geschweige denn irgendeine Karte, gucken wir uns natürlich um. Oh, das ist aber ganz schön deformiert. Der sollte unbedingt mal zum Kieferchirurgen. Also seine rechte Seite sieht nicht mal so gut aus. Oder beziehungsweise die linke Seite. Vielleicht sollte er auch mal zum Schönheitschirurgen. Der kann vielleicht auch noch ein bisschen was machen. Ja. Das ist die Sicherungskarte, ne? Ja, okay. Dann lesen wir erstmal das. Analysebericht. Regenerator. Datum 9. April. Es ist soweit. Ich habe ein neues Leben erschaffen. Ich nenne ihn Regenerator. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange die Parasiten in seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist in der Lage, sein Gewebe immer wieder zu regenerieren. Alles klar. Ich habe testweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebenswichtige Organe fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voll die Bewunderung die Hand schütteln. Datum 13. April. Ich habe der überheblichen Flachpfeife aus der Abteilung von meinem Durchbruch erzählt. Der ist gerade bleich geworden. Dann hat er irgendwas in sein Notizbuch gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot, ich habe alles unter Kontrolle. Datum? Das Subjekt ist durchgedreht und aus dem Kryotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Also es heißt, wir können ihn nicht töten. So, und jetzt geht der Spaß los. Alter! Ist nicht dein Ernst. Okay, er kann durch Türen. Das ist jetzt fies, irgendwie die Ecke hier. Ah!
Autschi! Das war nicht gut. Ja, das war nicht clever, zugegeben. Kannst du mich mal kurz durchlassen, danke. Nicht! Hallo, aktivier doch das Ding. Muss den Strom einschalten. Nein! Ich Idiot! Oh, ich hab gewusst, es ist wieder so ein Hin- und Her-Renn-Ding. Ich mag das nicht. Aber ist das der Strom? Ach so, das war das. Okay, jetzt ist der... Oh Gott. Nein, 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 aua. Ja, wie sollst du da ausweichen? Die Beste macht's nicht mehr lang. Ja, sorry. Vor allem, er ist halt auch nicht langsam. Was machen wir jetzt da drin? Ist das ein Witz? Was denn noch alles? Ich hasse es. Ich hasse dich. Ja, genau, ist noch einer. Hi. Noch einer? Au. Was ist das? Moment. Oh, ist noch eine Tür, die... Oh Gott. Laufen wir mal ein bisschen spazieren, ne? Nützt ja nichts. Hi. Oh, hi. Rudel. Die Frage ist, können wir die überhaupt zerstören? Nee, ne? Geht nicht. Danke. Sehr nett. Geh dann mal. Ich gehe jetzt mal, habe ich gesagt. Vielen Dank, vielen Dank. Guten Tag. Wiedersehen. Wiedersehen. Hab gerade keine Zeit für Sie. Ich hab gerade zu tun, es tut mir leid. Nächste Mal gerne noch mal wieder. Hallo? Hallo? Das ist doch jetzt ein Witz. Was macht ihr jetzt hier? Mit euch... Ja, ihr wollt nur ein Foto vom berühmten König Alex. Hm. Was wird denn das jetzt hier? Ja, danke. Ich meine Wrestling-Moves aus hier. Hallo. Danke. Entschuldigen Sie, wo kann ich denn meine Karte umschreiben lassen? Ich frage für einen Freund. Ich hätte ein Anliegen. Oh, bop, 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 bop. Da quietscht was. Da quietscht was. Ein Silber steht da. Steht da. Scheramo, scheramo. Ach, leck mich doch.
Jetzt ehrlich, ey. Leckt mich noch mit euren blöden Viechern. Kann ich... Ja, ach, da hinten ist es. Natürlich ist es da hinten. Da komme ich nur raus, wenn ich den Dreier... Ja, ja. So wie ich das gelesen habe, gibt es doch... Ah, nee, ich muss mal ganz kurz... Passiven regenerieren, bla bla bla. Nee, warte. Da. Ich habe testweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet. Ich glaube, damit kann ich die Stellen dann sehen. Die Frage ist, wo ist es? Ich glaube, damit können wir die dann erledigen. Okay, da kommen sie nicht durch, scheinbar. Da dürfen selbst die Viecher nicht durch, ne? Da willst du mich ver... Meine Theorie ist obsolet, sie dürfen da durch. Alles klar. Ja, danke. Auch wenn ich auf die Gefahr, dass ich es nochmal machen muss. Ich würde gern nachschauen wollen. Ob wir die dann ausschalten können. Oh, warte mal. Ist ja noch besser. Frage ist nur, wo? Jetzt kommen wir nicht schon wieder zu nah. Lass das. Lass mich. Stinker. Ja. Ja. Okay, ich war zuerst drin. Au. What? Ist ja gut. Ich würde gerne das Zielfernrohr finden. Das muss doch hier irgendwo sein, oder? Machst du mir doch nicht weiß. Das habe ich doch bestimmt wieder irgendwo übersehen. Ist der schon wieder da? Wie schnell ist denn der? Also hier ist es nicht. Hier drin? Ha, was war das? Danke. Kein Messer mehr. Oh fuck. Da ist der zweite. Ei. Oder kriege ich das erst noch? Kann durchaus sein. Aber hey, wir haben Goldbahn gefunden. Ist doch schon mal viel wert. Ich hätte gern ein Speicherchen. Ist es okay? Nein. Da sind wir wieder mit meinen drei Problemen. Ich befürchte, jetzt wird es gleich noch mehr. Guten Tag, die Herren. Ich will hier lauter Gewehrmuni finden. Gibt hier zufällig ein Fernrohr? Handgranaten. Mhm. Da hätte ja mal unseren Bericht rein. Die schreiben alles in ihren blöden Berichten und Tagebücher. Aber wo er dieses blöde Fernrohr hin hat, da hat er nichts reingeschrieben. Das sagt er wieder nicht. War da gerade was? Nee.
Na, ein Messerchen, das ist gut. Ah! Da ist es. Ja. Willst du mir jetzt etwas sagen? Ach nee, oh Gott, das ist noch ein. Es sind vier. Ja. Ja. Ein Ausbruch des Testsubjekts. Während eines kürzlichen Stromausfalls erwachte ein Testsubjekt aus dem Kyrostase, brach aus seiner Haltetank aus und flüchtete. Na super. Das Subjekt konnte nach 20 Stunden gefangen und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt 7 Personen starben bei dem Vorfall, 19 wurden verletzt, ein toter Mitarbeiter sowie eines unserer Werkzeuge konnte bis dato nicht aus dem Körper des Subjekts geborgen werden. Okay, also irgendwo ist da noch ein Geheimnis. Die Ursache für unser Unglücksfall liegt in der instabilen Stromversorgung. Die veralteten Generatoren werden unseren anspruchsvollen Zeitplan nicht gerecht. Wenn wir solche Vorkommnisse in Zukunft verhindern wollen, muss das Management mehr auf die Bedürfnisse der Ingenieure eingehen, statt immer nur die der Forscher. Haben wir das Thema ja auch durch. So, ich lade das mal nach, ne? Da ich mich kenne. Ich glaube, ich mache einfach gleich nochmal. Ach komm. So. Ich mache gleich mal richtig schön Muni. Ja, dann lassen wir doch mal den Spaß beginnen, ne? Jetzt werden hier wahrscheinlich gleich 3, 4 ausbrechen. Und jetzt dürfen wir die mit diesem Visier ausschalten. Ja, dann. Was? Schraubenschlüssel. Willst du mich jetzt verarschen? Wo soll ich denn jetzt einen Schraubenschlüssel herkriegen? Als ob die jetzt hier noch einen Schraubenschlüssel brauchen. Wo finde ich denn jetzt einen Schraubenschlüssel? Ich will mich das Spiel aber so richtig trollen. Bin ich denn jetzt ein Schraubenschlüssel? Ich will keinen Schraubenschlüssel. Brech doch das Ding einfach auf. Du bist Leon S. Kennedy. Ist da was drin? Blendgranate. Ach, guck mal. Ja, dann können wir jetzt mal testen, ob wir die zwei da oben ausschalten können. Dann können wir mal in Ruhe gucken. Bleibt uns ja eh nichts übrig, ne? Ich denke, das soll der Sinn der Sache sein. Ach so. Einer von denen hat den Schraubenschlüssel. Natürlich. So wird's enden. Was macht denn jetzt? Was ist denn mit dir kaputt? Lass das! Das ist eklig! Wow, das war aber ganz schön Munitionsverbrauch. Hoppala.
Okay. Ist das ein Schraubenschlüssel? Guck mal. Okay. Guck mal. Da ist ein Schraubenschlüssel, ein Schraubenzieher. Nimm doch den. Da liegt beides. Egal wie man es definiert. Nimm's einfach. Ach, verdammt. Okay. Müssen wir mal gucken, wo der jetzt steckt, der Dödel. Wo denn? Auch wie das halt. Oh, da. Okay. Sie hatten nicht den Schraubenschlüssel. Wo zum Teufel ist der scheiß Schraubenschlüssel? Gucken wir uns noch mal im Eisfach um. Ist auf der Karte irgendwas? Ach, da ist noch ein Ausrufezeichen. Ah, der Raum. Oh ja, genau. 5 Punkte. Warte mal, wo sind denn die jetzt? Nicht, dass ich es wieder verchecke. Okay, einer oben links, einer in der rechts in der zweiten Reihe, einer in der Mitte, einer in der vorletzten, also in der letzten Reihe, in der vorletzten, okay, alles klar. Na dann, gucken wir mal. Ich meine, so haben wir doch nicht alle Optionen. So wird man ja schon mal alle Optionen haben, aber das bringt uns jetzt was? Kommen wir nicht ran. Ja, aber gut hingekriegt. Also das obere muss anders sein. Die Steuerung ist wieder halt ein bisschen komisch. Also im Prinzip muss das obere so bleiben. Weil die Maus keinen Faden hat. Entweder so oder so. Ich vermute mal so. Somit können wir jetzt eigentlich nur noch in der zweiten Reihe schon mal agieren. Das heißt, wenn wir das so machen, kommen wir nicht weiter. Wenn wir das so machen... Ich habe so den Verdacht, dass wir es so machen müssen. Macht aber keinen Sinn, weil wir da nicht hinkommen. Also vermute ich mal so. So, jetzt haben wir hier den Punkt. Den können wir damit verbinden. Können es aber... Geht nur so. Gehen wir eins runter. Und jetzt haben wir alle. Oder? Ja, ne? 5 und 5? Ja. Achso, jetzt habe ich gedrückt. Ah, ich muss die Taste drücken. Und da ist jetzt der ominöse Schraubenschlüssel drin. Oh ne, da ist was Geileres drin. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal einer an. Ja. Ich bin ja beglückt, aber... Also ich muss jetzt in die Versorgung? Was ist denn hier drin? Warte mal, welcher Raum ist denn das jetzt? Warte mal, lass mal kurz. Ach, da, ach, das ist der Schalter für Strom. Das heißt, ich muss jetzt in die Versorgung nochmal zurück, oder was? Und einen Schraubenschlüssel holen. Mhm. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch... Auch das hier. Oh, die Steuerung. Ich bin einfach die anderen Spiele gewohnt. Könnt ihr auch da dran machen? Könnten. Ich muss auch zuweisen. Die weisen wir hier hinzu. Und die Blendgranate.
weisen wir hier zu. Weil jetzt haben wir nämlich jede Menge Muni auch. Jetzt können wir uns gegen die mal anlegen. Das Problem ist nur, wo ging ein Schraubenschlüssel? Ich vermute mal, wir müssen echt zurück zur Versorgung. Ich habe es übersehen. Aber ist ja kein Problem. Glaube ich. Wir speichern erstmal alles ab. Den Geruch des Kampfes an dir kleben. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Erstmal Weste reparieren. Gut wie neu. So, und hier konnte man, wie konnte man jetzt nochmal gucken, Waffe vergleichen, Shift und Maximalwert. Die macht dann maximal 120, auch ist aber in dem Fall egal. Wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Ich hab nur die feinste Waffe. Komm jederzeit wieder. Wir speichern. Also ich muss ja mal sagen, ne, mal ganz kurz außerhalb Resident Evil off-topic. Seit ich hier so einen Getränkemanager am Start habe, trinke ich ganz tapfer immer die Dosen und alles, was ich hier aufgebahrt habe, immer leer. War sonst nie der Fall. Ich hatte immer so viel übrig. Also nochmal ein herzliches vielen Dank an das Management, das für meinen Wasserhaushalt sorgt. Ich bin sehr begeistert. So. Waren wir hier schon drin? Oh, warte mal. Waren wir hier schon? Achso, da war nichts. Doch, sehr gut. Ich meine das als großes Kompliment, Snoopy. Ich meine das als großes Kompliment. Sire, ich bin sehr begeistert darüber. So, jetzt gucken wir mal. Es war für mich ein bisschen peinlich, dass ein erwachsener Mann immer erinnert werden muss, dass er mal was trinken soll, aber ey, es ist, gibt Schlimmeres. So, warte mal, wo ist es? Ich verstehe es gerade nicht, wo das ist. Oder ist das der... Nee. Ach, da ist... Hä? Wo ist der blöde Schraubenschlüssel? Jetzt mal ehrlich. Wo soll denn der sein? Ich glaube, das war ein Fehler, jetzt einfach zurückzulaufen. Das ist die andere Etage gewesen, oder? Nee, aber ist ja nicht... Nee. Ist hier noch irgendwas? Wo ist denn diese vermaledeite Schraubenschlüssel? Liegen hier jede Menge rum, aber ich brauche wieder einen ganz speziellen, wahrscheinlich mit pinken Punkten und oder sonst irgendwas dran. Alles Quatsch. Muss dein Chef und Kollegen auch immer dran erinnern, was zu trinken? Ja, es ist eine Volkskrankheit. Zu wenig trinken. Nee, da ist nichts. Okay, also gut. Die Suche nach dem Schraubenzieher. Gab es irgendwo einen Tipp, wo es dem vermaledeiten Schraubenzieher hätte geben können? Des einen Knarre, des anderen Leibfelder. Also ich guck noch mal alles mich um. Jetzt haben wir ja Zeit. Wir haben keinen Stress. Mach mal Licht bitte. Da, guck mal, was da auf dem Tisch liegt. Nimm doch so einen Scheiß. Ich finde das sehr merkwürdig von ihm. Also da kommen wir jetzt nicht durch, weil wir keinen Strom haben. Okay. Also gut, gucken wir nochmal in Ruhe. Ist hier noch irgendwas? Ein wissenschaftlicher Schraubenzieher.
Schießpulver, okay. Nimm ich auch. Ich bin so gespannt, wenn wir den finden, wo der war. Ist nix. Da ist auch nix. Da ist auch nichts. Oh, der Schraubenzieher, hallo. Herr Schraubenzieher, wo sind Sie? Ich bin den Schraubenzieher. Achso, ich dachte jetzt, hängt er da drin? Nee. Das ist einfach nur, okay. Oh, kein Schraubenzieher. Gut, dann stellen wir nochmal den Strom um. Gehen nochmal in das Gefrierding rein. Gucken da nochmal. Wenn es da auch nicht ist, dann gehen wir nochmal in den anderen Räumlichkeiten, wo wir vorhin waren. Ist hier noch, liegt hier irgendwo ein Schraubenzieher rum. Nee. Geil. Wir haben ein Stiefelmesser gefunden. Oh, warte. Oh, warte. Ich weiß, wo der Schraubenzieher ist. Oh, weh. Das Spiel hat das jetzt zugemacht. Ey, wenn das jetzt der Fall ist, dass der Schraubenzieher in irgendeinem von diesen Vieren, die dann noch in der Kryostase sind, drin ist. Und dass man den nur mit dem Zielfernrohr sieht. Och, Spiel, du Resident Evil aus der Hölle und dein Questdesign. Du willst mich doch immer foppen, ey. Lass mich raten, ich schieße den jetzt an und dann kommen alle. Oh, nachladen. Oh. Nachladen. Lass dir Zeit. Auch kein Stress. Okay. Die Waffe ist scheiße für das. Stich doch einfach ins Herz. Tut mir leid, ne? Ich bin neugierig. Ich sag's jetzt schon, es tut mir leid, ich bin neugierig. Genau. Genau. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich gucke jetzt mal einfach, ob die anderen auch noch was haben. Ich würde die trotzdem wegmachen. Wir haben nämlich wenigstens noch die Juwelen und sowas. Dann können wir unsere Sachen. Doch, doch, die haben wenigstens noch diese Juwelen, die wir dann bestücken können, damit wir sie teuer verkaufen. Das macht vielleicht schon Sinn. Außerdem. Oh, shit.
Habe ich keine Lust, dass die dann alle kommen auf einmal, wenn ich hier die Karte einführe. So, kriege ich da beide? Ja. Ich sag ja, die Knarre, die wir da haben, dieses Gewehr, es ist so gut, dass wir das nicht verkauft haben. Die rettet uns permanent den Hintern. So, wie sieht es eigentlich mit unserer Heilung aus? Wir haben noch zwei komplette Heildinger und wir können hier noch kombinieren. Das ist gut. Das ist echt gut. So, wir haben noch Messer, wir haben von der Muni, kann ich nichts herstellen, können wir aber kaufen und dann können wir was herstellen, das ist kein Problem. Jetzt sollte das doch alles ganz gediegen und ruhig jetzt vonstatten gehen. Ey, von denen haben wir da 3 Stück in der Map gefunden. So, und jetzt würden sie alle ausbrechen, wollen wir. Oder wir haben andere Probleme. Ach komm, du Arsch. Machen wir denn so einen Quatsch jetzt hier? Das wird laut. Ja, was denn noch alles? Lass mich mal kurz da rein. Schnauze voll hier. Dafür ist die Knarre da. Die soll einfach nur die Leute blockieren und zurückdrängen. So, Schlüsselkarte. Herrgott. Was für ein Krampf, diese Schlüsselkarte abzudaten. Ich traue mir sogar wetten, wenn wir die nicht weggemacht hätten, die wären auch noch dazu gekommen, damit der Spaß richtig groß gewesen wäre. So, Moment. Kommen wir am Ich würde vorher speichern. Wer weiß, was jetzt noch auf uns zukommt. Zwar jetzt ein kleiner Umweg, aber sicher ist sicher. Und können das hier einmal kaufen. Ein paar Vorratskäufe? Gute Entscheidung. Wow, Twitch-App musste ich updaten. Hatte ich ja noch nie. Oh, okay. Komm jederzeit wieder. Wir stellen nämlich gleich mal Muni her. Und zwar für die hier. Unser Lebensretter zurzeit.
Irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, das stimmt wohl. So, und jetzt laufen wir den Weg weiter. Ich könnte zwar jetzt den anderen Weg laufen, aber ich will mal gucken, ob wir da noch Loot finden oder irgendwas anderes, was wir mitnehmen können. So, währenddessen mal alles durchladen. Guck mal, die leckeren Kisten, die wären ja sonst verschütt gegangen. Hallo? Was ist denn da? Hä, hallo? Oder kann ich Ashley reinschicken, ne? Es war vielleicht ganz gut, dass ich abgespeichert habe. Nun ist das Ruckeln weg und das ewig Laden. Ja, das mit dem Update habe ich auch auf den Amazon Cube, den ich da mal benutze, diesen... Da möchte Twitch auch des Öfteren mal geupdatet werden. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Ich blick's gerade nicht. Ach, da sind wir. Warum haben wir hier noch ein Ausrufezeichen? Moment. Ach, da kommen wir nur mit Ashley. Okay, das ist die Ashley-Sicherheitsecke. Hallo? Muni? So, jetzt können wir endlich Ashley befreien. Eieieiei. Die Gute lässt sich aber auch hier Sachen einfallen. Oh oh. Shit. Wieder. Ach Leon, du bist noch hart im Nehmen. Du gehst nicht so schnell down. Naja, vielleicht doch. Kapitel beendet. Wir speichern natürlich. Und weiter geht's mit der wilden Fahrt. Spät. Nein. Danke. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Wo ist Luis? Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Naja, jetzt macht er sich keine mehr. Komm, wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los. Für Luis. Für Luis. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada, das wandelnde Lexikon. Immer gern. Schuldest mir was. Kapitel 14. Also jetzt nähern wir uns doch allmählich dem Finale. Ja klar, den Fisch nehme ich mir. Hundertprozentig esse ich den. Rein damit. So, was haben wir denn hier noch? Tagebuch eines Forschers. Wir wurden ohne Vorwarnung eingesperrt. Sie bringen einen nach dem anderen in den Nebenraum. Ich weiß nicht, was dort passiert. Eben haben sie Annabelle geholt. Als nächstes bin ich wohl dran. Ich muss nachdenken, muss meine Gedanken ordnen.
Lagerinfizierte sind Lord Settlers hilflos ausgeliefert. Wenn er es anordnet, arbeiten sie mit einem Lächeln auf den Lippen zu Tode, sich zu Tode. Ungünstigerweise sind die Wirte für komplexere Aufgaben so gut wie nicht zu gebrauchen, da ihre Intelligenz quasi auf das Niveau eines Regenwurms fällt. Fast wie Politiker sein. Entschuldigung. Dennoch waren wir in der Lage, einen neuen überlegenen Plagerspezies zu entwickeln. Sie verfügen nicht über die Fähigkeit zur Verwandlung, dafür aber beeinträchtigt sie nicht das kognitive Leistungsvermögen des Wirts. Aha. Wie es aussieht, wollen sie diese neue Spezies dem Mädchen verabreichen. Offensichtlich ist es von Bedeutung, dass ihre Intelligenz durch die Injektion nicht beeinträchtigt wird. Alle Tests, die wir durchführten, waren erfolgreich und die Pläne für die Massenproduktion stehen bereit. Kurz gesagt, das Projekt ist ein voller Erfolg. Aber jetzt bin ich eben hier eingesperrt. Und im Nebenraum bereiten sie gerade alles vor, mir die überlegene Spezies zu injizieren. Annabelle ist nicht mehr sie selbst. Das Lächeln auf ihrem Gesicht ist komplett verschwunden. Würde ich nicht schreiben, wäre ich schon längst verrückt geworden. Aber wenn das hier sicher... Auch wenn das sicher niemand lesen wird. Ja. Ja gut, was sie machen wollen, ist klar. Was ist denn das? Die wollen ja sie wahrscheinlich benutzen, um den Präsidenten dann zu manipulieren. Um auch immer direkt dran zu sein, Informationen zu sammeln. Und vielleicht auch, ja wie gesagt, den Präsidenten vielleicht mal in eine Richtung zu drücken, die er nur macht, weil halt seine Tochter das gesagt hat. Schaffst du's? Was denkst du denn? Na dann, hüp. Sei vorsichtig. Das kann ich mittlerweile im Schlaf. Na, ein Traum. Ist jetzt sowas zu gebrauchen, liebe Ashley? Kannst Türen öffnen. Juhu. Da haben wir noch glatt Magnum. Oh, Haarfarbe blau. Wir können Ashley jetzt blaue Haarfarbe geben. Können wir das gleich machen? Extra? Was haltet ihr von blau? Also das Rot stand ihr, glaube ich, besser. Kampf der Medaillone. Och nö, blaue Medaillons. Okay, Frachtdepot. 5 Stück. Das ist Frachtdepot. Waren wir da schon? Nee, da kommen wir noch hin. Na gut. Neues Kapitel, neue Ware. Hast du was Schönes? Das könnte willkommen. Ich habe was Neues für dich, Partner. Okay, und das wäre? Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das versichert. Also du hast noch Erste-Hilfe-Spray, aber sonst hast du doch nichts Neues im Petto. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Tunen könnte man. Die Waffe will ich nicht tunen. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Ja, da brauchen wir jetzt noch 11 Stück. Oh, na gut. Meinst, Fremder. Wo hast du deine Schreibmaschine hin, mein Guter? Ach, da.